Willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Erstmal eine kurze Erklärung zur aktuellen Situation. Also, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es Freitag. Nee, Donnerstag. Donnerstag haben wir es. Also, wenn man es ganz genau nimmt, ist es Freitag. Aber, ich habe es jetzt leider nicht mehr geschafft, im Voraus Parts aufzunehmen. Das Problem ist nämlich folgendes, dass ich jetzt am Wochenende in der Heimat bin. Meine Schwester heiratet nämlich. Und da werde ich dementsprechend nicht zum Aufnehmen kommen. Und ich wollte eigentlich heute noch schön im Voraus aufnehmen, aber leider sind wir spontan noch ein bisschen unterwegs gewesen. Ein Kumpel hat einen schönen Auftritt gehabt und so mit seiner Band und das war ziemlich geil. Und ich nehme jetzt hier einfach mal noch schnell einen Part auf und mal gucken, je nachdem wie ich in Stimmung bin, vielleicht noch zwei, vielleicht auch drei, mal gucken. Aber ich werde definitiv nicht schaffen über das ganze Wochenende, also ich bin halt erst Montagabend wieder da, komplett die Parts aufzunehmen. Also es könnte sein, dass wir hier ein, zwei Tage Ausfall haben, ne? Nur mal so schon mal als Info, aber jetzt geht's erstmal hier weiter. Wir sind im letzten Part im Ginsobaum gelandet, der doch etwas leicht an den Dekobaum erinnert. Und ihr seht schon, ich bin jetzt hier irgendwie so ein bisschen unbewusst eigentlich tatsächlich hier hochgejumpt. Die Frage ist nur, wo kommen wir denn hier nochmal raus? Da kommen wir hier raus, okay. Au, ah, schon wieder, immer wieder die gleiche Scheiße. Die sind einfach so gut ins Gesamtdesign eingebunden, dass sie noch gefährlicher sind. So, wenn wir hier reingehen, kommen wir hier oben raus, okay. Die Frage ist jetzt natürlich, ob das hier so ein special optionaler Weg ist. Ich guck mal kurz. Ja doch, das sieht so ein bisschen danach aus. Da finden wir doch bestimmt noch irgendwie eine Zelle oder irgendwas. Ja. So, die ist schon mal down. Schaffen wir das wirklich? Zack, zack. Ah, nicht ganz, aber es reicht noch. War wahrscheinlich nicht so gewollt, aber drauf geschissen. Und jetzt haben wir hier sogar zwei so eine Portale. Natürlich gab es bei dem Auftritt auch das eine oder andere Hopfengetränk. Also wenn ich hier auf immer nuscheln sollte oder Scheiße labern sollte, dann entschuldigt bitte. So, jetzt ist aber wirklich die Frage, wollen wir hier hinballern? Sind wir hier? Ey, jetzt sehe ich wirklich gerade gar nicht mehr durch. Warte mal, Moment. Okay, gut, alles klar. Wenn wir hier durchgehen, kommen wir hier raus. Aber das wirkt mir doch sehr nach einem, ja, nach dem geradlinigen Weg sozusagen. Ich will jetzt schon so ein bisschen den optionalen Weg da abchecken. Na? Okay, hat gerade noch so gereicht. Ich habe jetzt schon Bock, das hier rauszufinden. Gib ihm. Oh, jetzt müssen wir die Spinne auf ein neues killen. Ah, diese Dornen, die ziehen aber auch ab. Aber ich glaube, die Spinne hätten wir jetzt schon wieder nutzen können. Wie schon bei der Einstelle, die wir im letzten Part, glaube ich, hatten. Ah, verdammt. Ich glaube, die kann man irgendwie nutzen. Deswegen ist die da auch immer hier respawned. Aber Ollis Amiga meint ja schon in den Kommentaren, dass er da eine Idee hat. Leider hat er nicht gesagt, was für eine Idee. Aber wir sollen wohl später nochmal zurückkehren. Werden wir sowieso tun. Und die Frage ist jetzt nur, ah, Mann, verdammt, nein, du sollst hier nicht daran hangeln. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier reinballern, kommen wir da unten raus. Und dann da rein. Oh Gott, das ist alles ziemlich konfus. Jump nochmal hier rein. Genau, gib mal Energie. Wir haben wirklich wenig Energie. Wir könnten jetzt natürlich hier auch speichern. Das machen wir einfach mal kurz. Gut, okay. Warte mal, wir sterben jetzt einfach mal kurz. Also wir kommen da oben raus. Und da gibt es keine Möglichkeit, sich irgendwie... Boah, das ist ja wirklich mega schwer. Au.
Okay, alles klar. Das lief ja schon mal ein bisschen besser. Au, das gibt's doch gar nicht. Wo sind wir hier jetzt da? Okay. Da oben haben wir wieder diesen Reflektorstein. Oder Baumstamm. Baumüberreste, Dingens. Ich muss wahrscheinlich hier ran. Okay, Moment. Ich hab eine Vermutung. Warte mal, wo sind wir jetzt? Ach da, okay. Hä? Ach krass. Okay, alles klar. Gut, dann werden wir jetzt erstmal das Ding hier runterballern. Zack, Shadaisy. Und dann müssen wir das Ding da oben noch irgendwie runterkneuzen, damit das irgendwie die Wand hier scheinbar noch zerbricht. Okay, das könnten wir aber tatsächlich so schaffen. Ach, die Mucke ist schon wieder einfach nur gut. Warte mal, was ist denn jetzt passiert? Er geht da rein. Ist doch gerade hier rausgekommen. Können wir das Teil irgendwie umdrehen oder so? Nee. Moment. Ah, ich glaube. Okay, wenn ein Teil in das Portal hier reingeht, dann kommt es da oben raus. Ah, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Wir müssen das nochmal... Au, okay. Ist gar nicht so schlecht. Wir wollten das... Oder ich wollte das zumindest nochmal resetten. Das musste mich folgendermaßen laufen. Das ist... Man sieht es kurz nicht durch. Könnte aber auch an den... Hopfenschorlen liegen. Au, die ich schon hatte. So, okay. Alles klar, jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das jetzt nochmal am besten? Genau, das lassen wir jetzt nämlich hier. Na. Da wollten sie uns nämlich ein bisschen veräppeln. Aber nicht mit uns. Und jetzt können wir das Teil nehmen. Ah, nee, warte mal, Moment. Stimmt, da ist ja noch... Okay, bis jetzt haben sie es geschafft, mich zu veräppeln. Tricky. Weil wir brauchen ja hier auf jeden Fall ein Teil. Ich hab eine Vermutung. Wenn das klappt, dann wäre das natürlich ziemlich nice. Ah, dieser Doppelsprung, ne? Das macht den Spielfluss einfach schon mal so viel geiler. So, zack, zack. Bam. Und jetzt, yes! So machen wir das. Und jetzt müsst ihr das hinhauen. Sehr gut. Na? Hey, warum? Na, ist auch egal, nehmen wir einfach das Ding hier. Sehr schön. Ich frage mich immer noch, auf was das hier eigentlich hinausläuft. Gott, was ist denn da oben? Spiel gespeichert, okay. Ah, I see. Die Frage ist, müssen wir das Vieh jetzt besiegen oder muss das jetzt hier sein Gedärm auslassen? Ich vermute mal beide, wir müssen es besiegen, weil es auch sehr viel aushält. Wir ja aber auch mittlerweile auch ein bisschen. Ah, wir sind aber tatsächlich auch gleich tot.
war knapp. Ah! Boah, nee, diese Dinger, ne? Die sind richtig ätzend. Au! Boah, die Musik, ey, wie sie richtig abgeht gerade. Aber nicht zu krass, also immer noch so ein bisschen dezent. Na komm so. Ach, scheiße. Also ich mag es hier auf dieser Plattform auf jeden Fall ganz gerne. Und da haben wir doch schon. Sehr gut. Ah, okay, cool. Und da öffnet sich Sesam. Noch ein bisschen Energie brauchen und da haben wir auch schon wieder ein bisschen Energie. Sehr gut. Ich würde tatsächlich jetzt mal speichern, auch wenn ich keine Ahnung habe, wo wir uns eigentlich gerade befinden. Irgendwie hier oben. Ah, hier sind zwei so eine Fragmente. Okay, also wir müssen scheinbar hier tatsächlich auch irgendwie lang. Boah, wer hat jetzt Portal-Flashbacks? Au. Ach, verdammt. Gut, ist nicht schlimm. Wir haben ja hier einen Save Point. Mach jetzt mal hier noch schnell in. So. Au. Ah. Okay, krass. Oh, das ist echt... Also, die nutzen die Spielmechanik jetzt auf jeden Fall ziemlich geil. Boah, nice. Okay, wir brauchen Viere tatsächlich. Krass. Na gut, da unten haben wir noch eins und da noch eins. So, gucken wir doch mal, wie wir am besten da rankommen. Au, gut, das war jetzt doof. Auch doof. Okay, lass mich mal kurz sterben. So, zack. So wollen wir hier nämlich gar nicht erst anfangen. Oh, ist das gemein? Das ist doch mega gemein, seid doch ehrlich. Okay, lass mich nochmal sterben. Na. Ah, verdammt. Verdammt. Ja, ich lass mich nochmal sterben. Das ist, ich will's schon richtig machen. So, okay. Okay, wunderbar, cool. Dann haben wir doch alle Viere. Also ich muss mal sagen, nicht gerade leicht, aber ziemlich cool. Also das hat wirklich Spaß gemacht. So, ah, und die neue Fähigkeit. Wow, damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Tief aus dem Innern dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Rehm war agil, er sprintete durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitete die Weisheit. Na gut, dann gib ihm. Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und dann in die Richtung zielen, in die du losstürmen möchtest. Projektile werden in die entgegengesetzte Richtung umgelenkt. Okay. Krass, krass, okay. Jetzt können wir wahrscheinlich diese Fähigkeit nutzen, die... Okay, krass. Jetzt macht es auch Sinn. Jetzt mit dieser Fähigkeit kommen wir wahrscheinlich auch da weiter, wo wir... Na, okay.
Ist das geil. Okay, cool. Also ich finde es wirklich mega cool, weil umso mehr Fähigkeiten wir haben, desto mehr Spaß macht dieses Spiel auch einfach. Weil man immer agiler und geiler einfach durch die Gegend botten kann. Bei Laternen. Okay, und Projektile können wir auch zurückballern. Jetzt ist nur die Frage... Au. Okay, das war ein bisschen fail-mäßig gerade. Okay, der respawnt. Die Frage ist jetzt... Aber der schießt ja gar nicht ab. Ach, du kannst deine Feinde... Ah! Ah, okay, alles klar. So kommen wir dann auch bei der Spinne wahrscheinlich weiter. Gut, dann komm mal hierher, Alte. Zurück bitte. Ah, okay. Alles klar. Ich kann mich sozusagen an Feinden abstoßen. Alles klar. So funktioniert es. Ah, cool. Alles klar. Mechanik erlernt und verstanden. So, mit Projektilen können wir das scheinbar ja genauso machen. Ist das nice. Also ist ja wirklich mega cool. Geil. Echt cool. Fähigkeitenpunkt. Wir brauchen aber mittlerweile ja zwei. Geil, so können wir das doch umlenken. Mega cool. Jetzt brauchen wir auch diese Steine sozusagen nicht mehr. Au. Ah, war ja gar kein Au. Boah, das ist so crazy umfangreich hier. Hm. Ah, ich verstehe. Okay. Oh, krass. Okay, okay, ich verstehe. Geil. Ist ja wirklich mega cool gemacht. Nice. Die Motherfucker die. Ja, nee, aber tut mir auch wirklich echt mega leid. Also das war wirklich auch so nicht geplant, beziehungsweise kotzt mich auch selber ein bisschen an, dass wir jetzt wahrscheinlich ein paar Tage Ausfall haben. Aber in der Heimat lässt es sich leider ein bisschen blöd aufnehmen. Ah, oh, blöd. Ich sollte vielleicht doch mal wieder speichern. Das ist eine Energiezelle, die wollen wir natürlich haben. Warte mal, Momentchen. Moment. Zurück. So müssen wir das doch jetzt machen. So, und jetzt speichern wir nochmal. Wieder runter, jetzt geht's da hoch. Okay, Moment. Komm mal her. Nee, nee, mach nochmal. Hat nicht ganz erreicht, aber ich glaube, so in etwa wollen sie das von uns haben.
Ah, falsche Richtung, verdammt. Man muss das immer entgegengesetzt machen. Ah, scheiße. Komm. Ach, jetzt war es wieder die falsche Richtung. Ah, verdammt. Nein! Komm. Na, komm. Ach, ich kraftet auch mit der Richtung nicht, ne? Also, das ist jetzt wirklich wahrscheinlich so ein bisschen... Scheiße. Nein, kommt, Leute. Das ist doch schon... Jetzt, geht doch. Moment mal. Und wir haben die Energiezelle. Sehr schön. Das war also optional. Jetzt haben wir noch eine Energiezelle. Das ist ja mega crazy. Nutzen wir die doch gleich mal zum Safen. Ah, na. Geht doch. Sehr cool. Das läuft auch schon mal echt sehr gut. Alter, wo geht's hier noch lang, ey? Das ist echt krass. Und ich dachte eigentlich, ich gehe die ganze Zeit einen optionalen Weg, aber irgendwie... Ach, das war dumm. Reicht leider nicht. Na, verdammt. Wie viel haben wir jetzt? 4. Ah, cool. Na, passt doch gut. Okay, krass. So, alles klar. So, jetzt speichern wir hier mal. Und ich würde sagen, das ist eine sehr gute Stelle, um den Part zu beenden. Ja, krass, also das war nicht so leicht, aber auch echt mega cool. Also das hat wirklich Spaß gemacht und die neue Fähigkeit, mit der ich jetzt auch gar nicht gerechnet habe, die konnten wir hier sehr gut einsetzen. Und ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier noch im Ginsobaum erwartet, ob wir endlich mal so eine Art Bossfight auch haben. Ich guck nochmal jetzt kurz auf die Karte, Moment. Alles klar, das sieht schon sehr danach aus, als wenn wir hier gleich irgendwo sind. Und, ach krass, wie viel wir schon geschafft haben. Ein sehr hoher Baum. Gut, aber an dieser Stelle würde ich sagen, reicht es für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich werde definitiv jetzt noch einen Part aufnehmen und dann wahrscheinlich wird es 2 Tage Pause geben. Mal gucken, sorry jetzt schon mal dafür, aber bleibt dran. Wir sehen uns erstmal beim nächsten Part. Bis dahin, tschaußen.